Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatten des Krieges. Der ist mir da gerade ein bisschen in die Parade gefahren, der Junge. Okay, hier oben. Okay, es ist unten. Die Analekten von Ruvenir sind eine alte Sammlung von Ratschlägen eines Schwertkämpfers aus Gondor. Darin beschreibt er Übungen, die den Sieg in jedem Duell garantieren sollen. Wie alle jungen Soldaten Gondors studierte ich die Analekten und lernte zwei wichtige Dinge. Erstens, Ruvenir war mit dem Schwert zweifellos geschickter als mit der Feder. Zweitens, die Duellanten zu Ruvenirs Zeiten waren viel höflicher als die Orks in Mordor. Der Krieg schert sich nicht um Formalitäten. Das ist wahr. Eine Abhandlung über guten Schwertkampf. Viel zu selten in diesen Zeiten. Die Bewohner Mordors wissen solch Tiere nicht zu schützen. Der zieht natürlich wieder seine Waffe, ist klar. Ich laufe hier irgendwie komplett falsch, oder? Nee, da muss es irgendwo einen Eingang geben. Ich bin ernsthaft? Sein. Nein, ich. Zerstören. Ich hab dich im Visier. Terrier. Was war das? Na, wo ist es? Oben. Hey. Okay, ciao. Geh mal ein bisschen, obwohl da ist auch einer.
glaube nicht, dass da jemand war. Ratak der Spinnenfalke. So, wo ist denn jetzt das... Noch ein Stückchen. Das war zu weit. Grauk. Na, so einer schon wieder. Der Grauk soll ihm ein bisschen runterhauen und dann... Schauen ja alle ab, was soll der Mist? Wieso bin ich vergiftet? Nein, du darfst das nicht machen. Böser Grau. Beuge dich! Wende dich von deinem Herrn ab und diene mir! Das war knapp. So, jetzt muss, glaube ich, theoretisch irgendwo ein Verrat sein, ne? Naja, ich guck mal auf der Armee. Ah ne, da gibt's noch einen, den wir brauchen. Oh. Ich weiß, dass du nach mir suchst. Das Warten wurde mir langweilig, also bin ich hergekommen, um es hinter mich zu bringen. Cool. Du widerlicher Faulenzer. Ey! Sugar. Ich bin nicht faul. Ich hab nur ein kleines Arbeitsdefizit. Oh, ne. Es muss mal... Welche kommen, weißt du, die dann einen auf den Sack geben? Was? Nein. Ist das da noch mein Grau? Nein. Ich wollte auch herabsteigen. Du wärst
Zwirn durch Verrat? Welchen Verrat? Ach so. Du brennst gar nicht. Was soll der Scheiß? Er ist beschusssicher. Hoffentlich hält das Gift ewig an. Du gehörst. Nein. Ich fühle die Dunkelheit. Nicht so geil. Lass es sein. Nein. Gibt's doch nicht! Ich fange gerade erst an! Ich hoffe, du spürst diesen Fluch! Technisch gesehen sind ja eigentlich nur Morkai-Fliegen, ne? Oder Mordor-Fliegen? Wie hießen die denn? Morkai oder Mordor? Alter! Der ist hardcore drauf! Ja, hin, also das findet er nicht so geil. Ich müsste ihn töten, weil er noch erzürnt ist. Haben Uruks Hoden? Nein, das ist nicht so geil. Wir haben nicht zufällig irgendeine Fähigkeit, die mal sinnvoll wäre. Ja, ich glaube, ich muss ihn killen. Geht das auch irgendwann weg? Verdammt. Hey. Es ist der Tag! Ich nagle ihn fest! Ja? Jetzt Hilfe, Blutläufer! Hä, der cheatet! Vielleicht bietet sich doch noch eine kleine Chance. Nein. Ich hoffe, du spürst diesen Fluch. Doof.
Geht doch. Ey, das ist ja hart. Puh. War das jetzt der, den wir gesucht haben? Ja, das war er. Wen hätten wir denn hier noch? Pushkrimp. Befehligen. Haben wir... Weiß ich nicht. Was für ein Level hat er? 32. Wir sind, glaube ich, 38. Da wäre das doch schon mal eine ganz coole Sache. Pushkrimp. Wie er seine Waffe einfach hält, dran hinuntergleitet. Und vielleicht eine Feuerwaffe Gifte. Ich bin ja Freund von Flug tatsächlich geworden. Den können wir uns auch holen. Der sogar gleich hier ist. Das ist ja gut. Du! Ja? Normalerweise jage ich den Leuten Angst ein. Du hast den Spieß umgedreht. Jetzt drehe ich ihn wieder zurück. Okay. Zeit zum Töten! Der Boden der Tatsachen. Was war das denn? Wow, was? Was ist hier passiert? Ist zwar frostfest, aber das ist nicht so schlimm. Ich muss die sowieso töten. Phew!
komme ich denn da jetzt am besten hoch? Dann verratet mal euren Häuptling. Hier drüben! Du musst doch wirklich dumm sein, allein in Mordor rumzulaufen. Gleich gibt's in Mordor einen Idioten weniger. Mordor. Nein, falsche Seite. Jetzt muss der zu uns sein. Was ist das denn gemacht? Oh, es wird so schlimmer. Na, schade. Den wollte ich eigentlich behalten, aber ist nicht so schlimm. Ich dachte, es gäbe mehr Blut. Ja, ging recht schnell, ne? So, der, die, der, den da hinten. Ach toll. Den holt sich auch noch meiner. Sie befindet sich im Suchgebiet. Oh, das wäre auch mal interessant. Können die Orks es schaffen, bis zu den unsterblichen Landen zu gehen? Ich glaube nicht, ne? Das wäre ja eigentlich ein bisschen seltsam. Wie die Elben schätzt Sauron Weisheit mehr als alles andere. Doch für ihn ist sie etwas Kaltes, Hartes. Er glaubt, Freiheit sei bedeutungslos. Er glaubt, Mittelerde sucht Vollkommenheit in Ordnung. Er glaubt, dass er erreichen wird, was alle vor ihm nicht vermochten. Da sagt sie etwas Wahres. Ich hätte nie gedacht, das je von dir zu hören. Tja. Ich sehe den Wald gleich. Ich bin ihm auf der Spur. Ist es hier nicht die Festung? Diese Orks basteln gerne. Ihre Maschinen können sie nicht retten. Besser als nichts, schätze ich. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nicht! Das ist bestimmt die Arena hier auch irgendwo. Hm.
etwas ist da, das ist sicher. Menschen abschauen! Er hat ja gerade geschossen. Wer ist zwecklos? Schon bald wird die große Schlange kommen und die Welt verschlingen. Aber erst muss sie von Menschenpack gesäubert sein. Nur dann ist sie ihres Schlundes würdig. Stirb, stirb, mach Platz für das große Verschlingen! Alles klar. Ich schmeiße. Falsche, mal wieder. Also hier steht nur ein Feind, aber ich spiele nur meine. So, wo ist denn die Arena? Ach, guck mal, da ist ja auch eine. So, bin gespannt, ob unser Mann das schafft. Pushgrip der Anschleicher gegen einen unbekannten Hauptmann. Oh shit. Ich schlag dich nieder und mach dich zu Staub! Noch ein Opfer! Los, los! Ich reiß dich mitten durch! Vorsicht! Thank you.
schieß überhaupt nicht. Die Orlocks sind eigentlich nicht stark genug. Aber die sorgen gut für Ablenkung. Der macht nichts. Der hat einfach gar nichts gemacht. Was für eine Niete, und in den hatte ich auch noch Geld reingesteckt. Tja, ich will den da. Ist ja schon fast einfacher. So. Ich bin jetzt 39, Garnison. Katalog ist jetzt egal. Ich habe einen. In der Hoffnung, dass der was bringt. Hör mal, das ist verdammt. Aber das ist gut. Der kriegt noch. Gut, jetzt können wir ihn. Okay, die Jäger sind auf jeden Fall schon mal ganz gut. Auch wenn nicht unbedingt gegen ihn, aber Jäger sind insgesamt von Vorteil. Nimm das Trocken!
Auskunft. Wow. Das war gut. Mund zu. Mund zu. Was? Wieso? Hä? War der zu stark und haut deswegen ab, oder wie? Shaka. Oh, der hat ja alles. Obwohl, der kriegt nochmal einen Karagor. Oder? Du warst gut dabei, aber hier ist Schluss. Ich glaube, für mich bist du keine Herausforderung. Ah, Karagor! Ich bin da. Oh, das ist gut. Ich mag es, wenn der Karagor dann nachher ja auch alleine kriegt. Ich bin schon drin. Dich wohl für stark. Das sehen wir ja gleich. Versuch doch mir die Stirn zu bieten. Karagor! Ha ha ha!
sieht nicht gut aus. Okay, wir sind ein bisschen in der Überlänge, aber ich würde gerne noch diesen einen Posten besetzen. So, und jetzt nochmal. Ich zeig dir, wie man's richtig macht. Ich besiege jeden, der mir entgegentritt. Du wirst bluten! Geh mit mir in die Luft! Das lief ja gut. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle ein Folgenpäuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.